Wenn mich jemand fragen würde, Jaco, was ist der eine Luxusartikel in deinem Leben? Dann würde ich sagen, meine Augenbrauen. What's poppin'? Boys and Girls, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich muss ein bisschen leiser reden. Ich bin in der WG und es kann mich wieder jeder hören. Und das ist mega komisch. Tut mir leid für den beschissenen Bildaufbau, aber wir gehen jetzt gleich eh nach draußen. Deswegen hätte sich das nicht gelohnt, die ganze Technik aufzubauen. Denn heute passiert Folgendes. Ich kriege heute neue Augenbrauen und ganz viele Leute von euch haben sich da ein Update gewünscht. Ja, ich glaube vor anderthalb Jahren oder so habe ich ein Video gemacht. Da habe ich meine Zuschauer mit zu Swan Beauty genommen. Die haben mir damals die Augenbrauen pigmentiert. Ich kann euch das Video hier mal verlinken. Ja, es sind jetzt anderthalb Jahre rum und so wie das bei Permanent Make-up ist, verblasst das nach und nach und das muss man irgendwann nachstechen lassen. Und ich habe mir jetzt gesagt, Jaco, du machst es jetzt einfach. Du lässt es jetzt nochmal nachmachen, weil ich bin ganz ehrlich zu euch, Leute, ich hatte, das ist so unbequem hier, ich hatte ultra Komplexe damit und als ich diese Augenbrauen hatte, ist das einfach weggegangen. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache das jetzt nochmal. Ich hatte nach ein paar Alternativen gesucht, auch günstigeren Alternativen, aber ich weiß nicht, bei manchen Branchen ist das so, dass der Internetauftritt von voll vielen nicht so gut ist, dass man nicht wirklich weiß, wie gut die wirklich sind. Und ich will nicht zu irgendwem hingehen, der günstiger ist und sagt, dass er gut ist. Und im Nachhinein sehe ich dann aus wie eine von, es tut mir wirklich leid, aber ich habe schon richtig viele Leute getroffen, die sich die Augenbrauen haben für, also stechen lassen. Und es sah halt total künstlich aus, ja. Und davor habe ich halt irgendwie mega Angst, weil es ist halt mitten im Gesicht und deswegen gehe ich wieder zu Swan Beauty, weil die haben das wirklich geil gemacht letztes Mal. Ich, Dumme, wollte euch eigentlich meine Augenbrauen zeigen, wie sie aussehen, wenn sie nicht geschminkt sind, weil jetzt sind sie geschminkt, sie sind angemalt, aber die bei Swan Beauty werden ja gleich das sowieso abschminken. Und falls ihr euch fragt, wieso zur Hölle geht sie da mit geschminkten Augenbrauen rein, das mache ich, damit die direkt von vornherein wissen, was ich will. Ja, jeder Kosmetiker will mir immer erzählen, dass ich das viel natürlicher machen sollte, als ich das haben will. Aber ich will das nicht natürlich, ich will das dunkel. Ich möchte einen Edding-Strich. Am liebsten hätte ich schwarze Augen. Nein, das ist natürlich jetzt übertrieben, aber ich liebe einfach richtig dunkle Augenbrauen. Ich habe übrigens meine neue Hose an, die ich sehr doll liebe. Wie findet ihr sie? Ich trage in letzter Zeit voll viel diese Marlene-Hosen. Weil wenn man einen richtig fetten Arsch hat, dann sieht der gar nicht mehr so unförmig aus. Der sieht dann aus, als ob das alles an Ort und Stelle sitzt. Nicht wie mein Physiotherapeut sagt, abgerutschtes Gewebe. Wir haben da ein bisschen abgerutschtes Gewebe. Ja, mein abgerutschtes Gewebe ist jetzt tief versteckt in meiner Marlene-Hose, lieber Physiotherapeut. Gut, ich will euch nicht lange voll quatschen. Kevin wartet unten und ich würde sagen, wir ziehen jetzt einfach mal los und ich nehme euch mit auf meine Abenteuerreise Augenbrauen. Aua! Ohne Witz immer, wenn ich irgendwo hingehe, wo Leute nah an meinem Gesicht arbeiten, muss ich immer Kaugummi kauen, weil ich Angst habe, dass die denken, dass ich Mundgeruch habe. Und dann atme ich auch immer so in andere Richtungen, so ganz unauffällig. Macht das noch jemand von euch? Bist du grumpy? Nein. Nein? Sag nochmal nein. Kevin hat heute ziemlich schlechte Laune. Ich denke, das liegt am Kaffeeentzug. Richtig? Das liegt daran, dass mich jemand wach gehalten hat und ich einen Kaffee brauchte gestern. Ja, du kannst dir auch keine Freundin anschaffen und dann verlangen, dass du immer schlafen gehen kannst, wann du willst. Das stimmt. Das ist übrigens heute mein Kameramann, wenn er den Job wenigstens... Vielleicht wird er ihn heute mal vernünftig ausführen. Dass du deinen Kameramann gerade filmst. Ja, und woran liegt das, dass du ein schlechter Kameramann bist? Aber das haben wir ja schon öfter rausgefunden. Ich bin eine faule Sau, bin ich. Ja, du bist eine faule... Bist du wirklich? Das wird dir bestimmt helfen bei deinem Koffeinentzug. So, wir sind fast da. Ich bin mega aufgeregt. Er hat einen kleinen Pulli an. Guck mal. So, wir sind da. Ich mache jetzt erstmal die Kamera aus. Ich finde es immer ultra peinlich, irgendwo reinzugehen und schon direkt am Film zu sein. Was machst du da? Ich fülle den Bogen aus. Da muss ich jetzt angeben, ob ich Allergien habe. Was man halt macht, wenn eine Nadel in den Körper kommt. Da muss man ja immer so Formulare ausfüllen. Das ist bei mir nicht, als ich dich tätowiert habe. Ja. Vielleicht solltest du dir auch mal so einen Bogen anschauen. Vielleicht sollte ich das. Leute, ich zeige euch jetzt mal das Hauptbeschäftigungsthema in unserem Haushalt. Ja? Ich habe gar keine Zeit, über meine Kosmetik zu sprechen, weil das Hauptthema ist Bart. Thank you.
So Leute, jetzt ist angezeichnet. Das ist jetzt das Finale. Ich glaube, jetzt wird nichts mehr verändert. Jetzt kommt so drauf. Zack. Edding. Wenn ich jetzt so mache? Dass ist nichts passiert. Spaß. Ein bisschen Angst. Das hat echt wehgetan. Das kann ich auch überhaupt nicht verstehen. Ich muss mir meine Augenbrauen aus jedem erdenklichen Winkel angucken. Anton! Hallo! Anton begrüßt die Gäste. Er ist mein Lieblingsmitarbeiter. So Leute, ich würde euch jetzt gerne irgendwas über meine Augenbrauen erzählen, aber ich habe noch nicht mal gefrühstückt und es ist 16 Uhr. Wir sind seit 9 Uhr wach. Ich hau mir jetzt erstmal diese fette Portion rein und dann zu Hause erzähle ich euch, was mit meinen Augenbrauen abgeht. So, hallo meine Lieben. Es ist jetzt Tag 3, also es sind 3 Tage vergangen, seit ich mir die habe stechen lassen. Ich bin jetzt, wie ihr seht, relativ doll geschminkt, weil meine Augenbrauen noch sehr dunkel sind. Das ist nämlich bei Permanent Make-up ist ja quasi ein Tattoo in die erste Hautschicht. Immer wenn man tätowiert wird, ist das Tattoo erst so richtig schwarz und dunkel und dann geht diese Borke ab und dann ist es darunter hell. Und genauso ist es hierbei. Also es fallen bis zu 70% raus, deswegen muss ich auch nochmal hin und das nachmachen lassen. Und jetzt gerade ist es halt noch sehr dunkel. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das ja mag. Am liebsten würde ich es haben, wenn es so bleiben würde. Und sieht dann natürlich auch natürlicher aus, ne? Weil jetzt, wenn man so nah dran geht, ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht, dann kann man noch so diese einzelnen Striche sehen und die sieht man dann halt nicht mehr, also nicht mehr so klar, als dass sie wie tätowiert aussehen. Ja, ich habe euch noch gefragt, ob ihr einige Fragen habt zum Thema Permanent Make-up auf Snapchat und Instagram. Und eigentlich kamen aber überall dieselben Fragen, die sich auch schon in einem Video beantworten. Also beispielsweise, verblasst das und glaubst du, du könntest es bereuen? Musst du dir die Augenbrauen abrasieren und wie teuer ist das und so weiter? Also erstmal, die Augenbrauen abrasieren muss man nicht, wie ihr gesehen habt, das wird einfach so dazwischen gemacht. Ich bin der Meinung, umso mehr Augenbrauen du von Natur aus hast, umso natürlicher sieht es aus. Ich habe von Natur aus fast gar keine Augenbrauen, besonders nicht hier hinten. Das heißt, wenn man jetzt nah an meinem Gesicht geht, sieht man es auf jeden Fall, dass es nicht meine Haare sind, aber da ich mir mein ganzes Leben lang von morgens bis abends Augenbrauen ins Gesicht gemalt habe, da sieht man auch, dass das nicht meine echten Augenbrauen sind. Von daher ist es nur eine permanente Lösung von dem, was ich mir sowieso morgens ins Gesicht kritzel. Ich habe nachgeguckt, es ist 2 Jahre her, seit ich mir das letzte Mal habe machen lassen und es war fast gar nichts mehr davon über. Also es kommt nur in die erste Hautschicht und so zu 80% verblasst es dann. Und bei den Preisen ist es sehr unterschiedlich. Permanent Make-up, also gerade Augenbrauen und eigentlich alles in diesem Umfang, da geht es immer um mehrere hundert Euro. Also es ist auf jeden Fall ein Luxusgut, ja. Das ist nicht irgendwie so mal gerade für 50 Euro gemacht oder so, sondern da muss man schon etwas tiefer in die Tasche greifen. Aber da würde ich an eurer Stelle einfach mal nachfragen. Und dann kam natürlich noch die Frage, ob ich das empfehlen würde. Und da möchte ich ehrlich gesagt gar nichts zu sagen, Leute, weil das war eine Entscheidung, für mich einfach, also ich hatte da immer so ein bisschen Probleme mit, man möge das jetzt kritisieren oder nicht, ich habe jetzt beschlossen, einfach den einfachsten Weg zu gehen. Ich finde das schön, ich finde das super. Bitte fühlt euch nicht genötigt, sowas auch machen zu müssen. Ihr seid super, so wie ihr seid. Und ihr braucht nicht jeden kosmetischen Scheiß, der auf dieser Welt angeboten wird. Das ist die eine Sache, die ich für mich immer so haben möchte. Genau. Und viele hat es interessiert und deswegen habe ich euch mitgenommen. Ja, wenn ihr noch weitere Fragen habt, stellt sie gerne unten in den Kommentaren. Dann gehe ich nochmal darauf ein und ansonsten würde ich sagen, war's das. I thank you very much for einschalting. Jaco Wusch, ich habe euch lieb. Ihr seid klein, ihr seid süß. Wir sehen uns sehr bald wieder. Macht's gut.